Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handpuppen unter der Lupe. Heute mit dem Living Puppets Alex Zander. Der Alex Zander ist eine relativ kleine Handpuppe. Ja, und wie die Handpuppe denn so im Detail ist und was ich persönlich über die Handpuppe denke, das möchte ich dir jetzt einmal in einem genaueren Blick zeigen. Viel Spaß! Die Handpuppe an sich besteht, wenn man so will, aus drei Teilen. Du bist einmal hier der Kopf, der sehr beweglich ist. Dann hier im Prinzip das Skelett, beziehungsweise die Gräte schon fast, wie man sagen könnte. Und wir haben halt hier diese Schwanzflosse, die hier in diesem Bereich angebissen ist. So steht es auch in dem Katalog von der Firma Living Puppets, dass der Alexander schon bereits einen kleinen Unfall hatte. Das Klappmaul kann hier von der Unterseite bespielt werden. Ich kann hier mit meiner Hand rein. Allerdings ist das für mich schon ziemlich eng und ich habe hier für den Daumen eigentlich kaum Spielraum. Die Klappmaulbewegungen gehen für mich nicht gerade leicht. Es ist nicht wirklich ein angenehmes Spielgefühl. Wenn wir uns das Gesicht einmal anschauen, etwas genauer, dann haben wir hier am Unterkiefer haben wir Zähne, der Oberkiefer hat keine Zähne, eine bespielbare Zunge gibt es nicht. Was ich auch so ein bisschen schade finde, ist hier, dass dieses Klappmaul, das ist rot vom Klappmaul, einfach hier ein bisschen hervorschaut und das sieht irgendwie, ich weiß nicht, also ich würde es als unsaubere Arbeit empfinden. Vielleicht ist es halt eine Montagshandpuppe, dass die deswegen hier in diesem vorderen Bereich und so ist. Es ist aber auch schwierig, denke ich mal, das Klappmaul so hinzubekommen, dass es wirklich perfekt ist. Also es kann sein, dass es dann, wenn du dir den Alex Zander kaufen würdest, dass es dann bei dir hier vorne anders ist. Die Augen, das sind hier zwei kleine Kunststoffknopfaugen, die hier aufgebracht sind. Die Augenkugeln, Augenbälle, sag ich mal, die sind sehr fest. Die sind gut gearbeitet. Wir haben hier nochmal einen schwarzen Rand, der sich dann auch nochmal hier etwas erhebt an der Seite. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ja, ansonsten gibt es nicht wirklich viele bespielbare Merkmale. Etwas überdimensioniert finde ich ja auch das Etikett. Das kann man natürlich dann, wenn man den Alexander dann bespielen möchte, beziehungsweise sein neuer bester Freund wird, kann man das Etikett dann abmachen. Solltest dir dann natürlich dann vorher merken, was für eine Wäsche es sein soll. In diesem Fall empfiehlt die Firma eine Handwäsche, also weder in die Waschmaschine noch in den Trockner. Bügeln ist klar, sollte man die Handpuppen sowieso nie, weil die Stoffe da sehr empfindlich drauf reagieren können, weil das halt überwiegend Polyesterstoffe sind. Ja, auf der anderen Seite sieht es genauso aus mit der Handpuppe, da ist nicht wirklich ein Unterschied zu der anderen Seite. Bei dem Gerippe, das möchte ich auch nochmal zeigen, wir haben das so, dass dieses Gerippe sich in drei Dimensionen austeilt, so möchte ich es mal bezeichnen. Wir haben halt einmal das Skelett, was nach hier absteht, also das ist jetzt die Unterseite natürlich, ne? Einmal nach der einen Seite absteht, dann nach der anderen Seite absteht und wir haben dann halt auf dem Rücken die einzelnen Skelettglieder, die dann auch nochmal abstehen. Es kommt nicht so gut zur Geltung, allerdings dann in der Gesamtheit, wenn man sich die Handpuppe dann von den jeweiligen Seiten anschaut, finde ich, das ist dann doch gut gemacht und es sieht sehr gut aus. Die Schwanzflosse ist auch etwas strukturiert, also hier hat man auch nochmal eine Naht eingefügt, was ich auch sehr gut finde. Ansonsten alles sauber verarbeitet. Hier ist lediglich ein kleiner Faden, der hier noch absteht, aber sowas passiert halt schon mal. Thank you.
Im Prinzip ist das eine tolle Handpuppe. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass der Schnitt einfach größer ist von der Handpuppe, damit ich mit meiner großen Hand das Klappmaul besser bespielen kann. Zudem ist es auch so, wenn ich das Klappmaul bespiele, dann wackelt im Prinzip diese ganze Handpuppe mit. Man sieht das hier hinten sehr gut und ja, das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Also ich hätte mir dann gewünscht vielleicht, dass man noch hier hinten Stab dran macht, dass das Ganze etwas steifer ist. Und ja, wie gesagt, das Klappmaul einfach größer. Vielleicht insgesamt das ganze Schnittmuster von der Handpuppe hätte meiner Meinung nach ein bisschen größer sein können. Ansonsten, ja, preislich liegt der gute Alexander bei ca. 20 Euro. Er ist 28 cm lang. Ja, hätte gerne auch 38 cm lang sein dürfen. Ich danke dir, dass du reingeklickt hast. Ich sage Tschüss, alles Gute, dein Hannes. Auf Wiedersehen.